Heute geht's weiter mit der Renault R26 Championship und damit zurück. Herzlich willkommen zurück bei Grid. So, entweder die Grid-Edition fahren wir oder wir fahren die reguläre Version. Und ich bin auch nicht ziemlich sicher, dass wir die Fahrzeuge sind eh dieselben und daher ist es egal. Wir können ja. Wir kaufen sie für 3 Millionen. Oh, kann ich. Naja. Wir nehmen sie trotzdem, die normale Version, wenn ich ehrlich bin. Ist ja. Sieht dann überhaupt besser aus. Hallo, meine Damen und Herren, ich höre schon eine Menge Jubel. Wie wäre es mit Malaysia. Ein bisschen mehr für Kristen hier? Fantastisch, so machen wir weiter. Was sollten wir bei dieser Strecke erwarten? Vielen Dank, Alex. Also, wir haben hier eine klassische Rennstrecke. Wir sehen ja bei der Grid World Series alle möglichen Veranstaltungsorte und Rennarten. Aber Strecken wie diese wurden speziell für Rennsport designt, gebaut und getestet. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird da... Warte, mir wurde gerade gesagt, dass das Rennen in wenigen Sekunden... Eine andere Lackierung dabei. Das finde ich cool, dass es immer dieser Einheitsbrei ist, sondern auch mal andere. Aber wir werden natürlich das klassische Design fahren. Und da hinten stehen wir irgendwo. Mit dem Teamkollege zusammen. Wir stehen auf 15. So, geht los. Du Drecksack, Alter. Du Drecksack, hast du mich schön gemacht. Komm, wenn ich dich einmal hole, dann oder hat sich einiges gestaut. Da hat er mich einmal kurz weggehauen, so fängt dann gerade. Das war wahrscheinlich die Rache über die Rennen vorher. Okay. Nehme ich ihn so ab. Ja, ab ins Bett. Das hier ist deine Platzierung nach Runde 1. Lass uns etwas vorrücken. Oh, da hat's, glaube ich, die Heckbeckeile mitgerissen. Das war denn jetzt meine? Ja, dieses auch. Das hat auch neu. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen wieder reinpfeifen in dieses Rennen. Weil ich will meine Serie eigentlich gerne behalten. Da hat sich einer weggedreht, aber der hier, der wehrt sich auf einmal. Der sagt dann auf einmal, dich lasse ich da nicht vorbei. Letzte Runde, kämpf dich durch. Boah, wie eng du die Ecke hier fährst, Alter. Ja, sorry, aber ich kann dir nichts für, das ist jetzt selber schuld. Weil du meinst, wir so spitz die Ecke zuzumachen, weil ich daneben noch sitze schon. Ich glaube, wir werden unsere Serie bepreisen heute. Ja, dritter Platz am Ende nur. Ja, durch den Schlag eben in der ersten Runde, da ist das, weil der uns einfach mal kurz komplett weggeschossen hat. Ich glaube, sonst hätte ich das dran gewinnen können. Und wenn es dann nur P3 zum Auftakt. Ja, und so gut dabei. Und dann kommt der Typ an und sagt dann, komm, ich dreh dich ja mal komplett raus aus dem Rennen. Hier, der Schlag in der Wiederholung. Und am Ende wird er sogar noch Elfter. Ja. Krass, der schnellste steht auf einmal für
Die da unten auf Platz 14, 49,6. Was haben wir denn gefahren? 49,683. Ja, 639. Ja, wir sind nicht ganz komplett durchgekommen. Sonst wäre es schnell die Runde auf unserer Seite gewesen. Dritter haben wir, wie gesagt, gewonnen. Es wären. Na, das hat nicht viel gefehlt. 2 Sekunden hat gefehlt. Das hätte ich gewonnen. Naja. Gut. Ärgerlich, aber nicht änderbar. Wir haben unsere Siegserie gerissen. Aber ich glaube, wir haben noch ein Rennen, oder? Ja, Silverstone. Da müssen wir jetzt. Da müssen wir jetzt ran. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harten Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen und so wie die Punkte verteilt sind, gibt es ein paar potenzielle Sieger. Aber wer wird es sein? Ich bin echt gespannt. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. Ja, dann machen wir mal in Silverstone. Ob wir 13 hängen momentan. Wir müssen auf jeden Fall drin gewinnen, klar. Der dritte Platz, der tut mir natürlich jetzt persönlich ein bisschen weh. Sorry, Leute, sorry, Leute. Ja, 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 das war ich. Oh, der Teamkollege ist schon die Beziehung los. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Ja, der vor mir, der, den ich jetzt gerade mal kurz gerammt habe. Sorry, ich bin ja jetzt ein bisschen rabiater jetzt. So, jetzt gehen wir in Führung. Das war mein Plan an der Sache und jetzt versuchen wir uns ein bisschen wechselnd abzuarbeiten. Ja, schönes Auto, das gefällt mir. Ich mag das Auto, ja. Drei Runden uns hier. Ich muss meine Hausaufgaben mal versuchen zu machen und der Rest, was dahinter passiert, weiß ich noch nicht. Erste Runde ist durch. Guter Start. Bleib an der Spitze. 1:36 ist Runde fahren, aber wir sind auch ziemlich am Ende des Feldes gestartet. Kann ich auch schon ordentlich absetzen. Schön ist hoch. Aber das ist keine neue Bestzeit. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung.
Heute Pole gestartet, aber man ist wieder auf 5. Aber wichtig ist, dass wir unser Ding hier machen. Das ist über die... Reverse, also die... Die ganze Strecke nochmal hochfährt. Und dann wird die andere tun. Ich glaube, die Weste sind jetzt gerade wieder los. Muss ich mal gucken. Ja, ja, klar. Nee, keine neue Bestzeit. Die war die erste Runde tatsächlich, die bis seit 1.26 irgendwas, glaube ich, habe ich gefahren. Nö, doch nicht, 1.25, okay, das war dann doch die beste Runde. Aber die haben wir echt bombig weggehauen, die Jungs. 8 Sekunden waren es am Ende. Dachte, am dritten Platz im ersten Rennen mussten wir jetzt mal was probieren. Gut. So, alles klar. Dann auf. Level 84 sind wir und wir haben diese Serie durch. Ja, dann haben wir's, liebe Leute. Platz 1 auf jeden Fall für uns, das ist klar. Und dann haben wir jetzt noch ein Rennen mit 3 Runden, also 3 Rennen, Kutama, Sejong und Crescent. Dann haben wir das Ding auch durch und ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder dann in der nächsten Folge und da freue ich mich, wenn ihr mit dabei sein würdet. Bis dahin und tschüss.